Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Es ist wieder soweit für Cops vs. Racer in der Offroad Edition hier in Sierra Nueva, der Rally-Expansion. Mit dabei heute haben wir Andy, Bluto Kaskade, nur 24 Stunden Racer, Kuru, Gelber Wurm, gibt's nicht, Luna, Mo, Mr. Axis, Bad Boy und Aaron. Grüßt euch. Hallo. 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 Moin. Hi. Ja, und wir sehen, der Fluch schlägt diesmal zu. Letztes Mal haben wir es noch eine halbe Stunde versucht, den Fluch zu schlagen, was wir auch geschafft haben für 5 Minuten. Aber jetzt, irgendwie die Mitsubishis wollen einfach nicht synken. Das ist so ein generelles Problem der Forza-Generation. Deswegen, wir können einfach sagen, heute spielen wir Cops featuring Firefighter vs. Racer Edition. Und ja, apropos Racer, die wollen wir uns natürlich auch angucken. Was sind denn die 4 Racer-Fahrzeuge der ersten Runde? Tatsächlich sitze ich hier gleich im ersten Fahrzeug im TTRS. Das nächste Fahrzeug. Ich sitze hier im Sportquattro Coupé. Und du heißt? Luna, sorry. Kein Problem. Andi in der Chevrolet Corvette CR Stingray. Der das gab es ja noch nie. Der Aaron im Hennessy Valkyrie Raptor. Was? Und mit dieser Goldverlierung hast du es auf unter 2,2 Tonnen geschafft. Also, ja. Ich weiß ja nicht. Okay, gut, lassen wir das mal so stehen. Ich würde sagen, lass den Spaß beginnen und let's go. Ich fahre mal hier im geilen, nicht eingezeichneten Weg. Okay, es waren einfach alle. Ich dachte, ich bin jetzt was Besonderes. Ich bin letzte Folge links rausgefahren, jetzt hole ich rechts raus. Oh, ich will eigentlich. Warte mal kurz. Ich das übrigens. Oh Gott, bin ich selber um. Ich fahr mal zum Wasserfall. Ich denke, da fährt niemand hin. Ist ein Meter, das Auto schon komplett eingeschmutzt. Ein bisschen Wasser. Ich habe eigentlich auch eine Metal Flake Markierung interessiert, den Wahl nur nicht. Fast hier nach links raus. Habe ich ein bisschen zu wenig Leistung, aber naja, wird schon schief gehen. Es geht los in 3, 2, 1, go! Ah, jetzt, ja. Moment, jetzt wo ein Raptor vom abgebogen ist, der Velociraptor will sich einfach verkehrt tarnen. Jetzt erkenne ich die Taktik. Ja. Fahren ja auch sehr viele Raptor mit einem Dreiachser durch die Gegend. Ja, natürlich. Guck mal, da steht einer. Einfach so. Wie so ein Unfall. Steht er einfach voll am Baum. Sehr gut. Und durch der erste Broncos-Shopper vorbeigescheppert. Ja, die werden wahrscheinlich hier wieder so Richtung Offroad. Ja, aber bei Pluto gerade schon, oder letzte Woche für die Zuschauer, die Einteilung schon ein bisschen variiert hatte zwischen beiden Runden. Ah ja, deswegen habt ihr so gut gespielt in der zweiten Runde. Da liegt ja bei uns die Schmutztaktik und dann. Ja, Schmutztaktik ist hier grundlegend jetzt nicht verkehrt. Das ist falsch. Ich hab's richtig, ja. Noch oben am Flugplatz. Ja, mal gucken. Neue Runde, neues Glück und so. Das Schöne am Travis Pass ist echt, dass man ewig weit nach hinten gucken kann, um zu schauen, ob ein Kopf ankommt. Das stimmt, ja. Ja, wir witzig wird es, wenn du auf der einen Brücke stehst und siehst auf der anderen Brücke einen Kopf. Ja, das war bei uns so tatsächlich, bei uns Racern. Ich bin nämlich auch am Anfang direkt Teufelspass gefahren und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Auch. Und dann haben wir gesagt, ja, wo bist du? Ja, Teufelspass. Und ich so, ja, ich auch. Und dann so, ja, wo bist du? Ja, ist gleich in der zweiten Brücke. Ah, ich in der ersten. Und dann war es ja gerade Nacht zu Beginn der zweiten Runde. Und dann haben wir uns extra so ein bisschen quer gestellt, dass wir die Scheinwerfer vom anderen halt gesehen haben. War auch gut. Kann es eigentlich mal wieder regnen? Ich will nicht so viel Staub hier die ganze Zeit aufwirbeln. Ich fahre mit dem Kopf zum Wasserfall im Offroad-Gebiet. Ah ja, wo ich gerade bin. Das ist natürlich cool. Ich bin in der Driftzone. Okay, wo ist denn die Driftzone hier? Ah ja, okay, nee, das braucht mich nicht. Ich bin quasi parallel davon.
weiß nicht, ob der zuvor schon gesagt hat, aber wenn man hier echt mal ein bisschen langsamer durchfährt, das ist so eine schöne Welt. Ja, absolut. Ist auch super geile Arbeit gemacht. Also ich sag immer noch, jeder, der jetzt immer noch sagt, nur Mexiko, voll die Kopie. Nee, das ist überhaupt nicht Kopie, das ist viel, viel geiler. Kleiner, aber geiler. Ja. Wir haben es auch in der letzten Folge gesagt, stell dir mal vor, der Teufelspass, so wie er da ist, wäre so im Canyon von der Hauptwelt oben dran nochmal, so hinten dran. Wie geil das wäre. Das wäre so eine geile Erweiterung. Ich habe von Anfang an gesagt, der Canyon auf der Hauptwelt ist zu klein. Ja. Ja, halt, es ist halt nur diese eine Straße und dieses mehr oder weniger halb da oben drauf, aber. Hast du alle an dir dran, oder? Fühlt sich so an, ja. Also ich habe auf jeden Fall die zwei Broncos. Nein. Und die AC. Und wie viel Hour haben die schon gemacht? 60 Broncos. Oh, das geht auch noch. Ein kleiner Mieter, bis sie schießen, wenn wir dran. Bronco. Lol, da ist eine Ruine. Oben beim, beim Dings. Da, da müsste auch oben so ein Schild noch sein, eigentlich. Ja, und mit dem Schild habe ich hier die Ruine nicht. Ah, cool. Die habe ich noch nicht gesehen bisher. Ach, voll geil. Ist mir auch im Nachhinein aufgefallen, hätten wir auch als Ziel machen können für Lost Inn. Ja. Aber El Dorino del Bergo oder so. Genau. Ey, ich nehme schon Sprachkurse aktuell. Halt nicht Spanisch, aber Italienisch. Ja, hab ich gelesen auf Twitter, ja. Mal gucken, ob es dir dann auch so geht wie mir. Wenn du es nämlich nicht andauernd sprichst, dann verlernst du es ultra schnell. Ja, ja. Also ich hatte es 3 Jahre in der Schule, ich würde von mir überhaupt nicht. Für 3 Jahre in der Schule konnte ich es ganz gut. Hab mich auch tatsächlich mit einigen Italienern sogar unterhalten und so. Das war, also die haben auch gesagt, das ist gut für 3 Jahre Schulen, Italienisch so. Aber ey, nach dem Abi, nie wieder gebraucht. Also, ja, ist bei mir mit Französisch halt gleich und dann hatte ich sogar 5 Jahre. Ja, also ich würde behaupten, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, würde ich wahrscheinlich relativ zügig wieder reinkommen so, weil so im Unterbewusstsein ist wahrscheinlich super vieles hängen geblieben. Oh Gott. Und, aber ja, ich weiß fast gar nichts mehr. Ja, ich kann auch nur so die ich kann auch Hallo sagen, wie geht's dir und so weiter. Und ja. Keine Information, ich bin jetzt gerade am Stottern und hab den Gebieten wahrscheinlich gleich folgen. Oh, ja, gut. Ah, so genau. Du machst das. Ich kenne bisher nur die absoluten Grundlagen. Ich glaube 20 Wörter oder 25 oder so. Ich weiß noch, unser Italienischunterricht, die ersten Stunden, da ist einfach Bronco, Alter, okay. Da waren Bronco bei den Italienischstunden. Ja. Nee, wir haben am Anfang nur Aussprache tatsächlich, wie man. Weil im Prinzip gibt es eigentlich nur so ein paar wenige Grundregeln, wie man die Wörter ausspricht. Und wenn du die kannst, dann kannst du alles aussprechen. Da gibt es ja keine Besonderheiten mehr. Und das haben wir tatsächlich in den ersten. So, ich bin auf jeden Fall in Feldstraße, Driftzone Richtung. Ja. Vom Festival weg, südliche Straße fährt einer, den sehe ich. Das ist ja unglaublich. Oh mein Gott, ich kann einfach nicht sprechen, diesen Folgen. Ich bin Richtung Staudamm. Ich will ganze Wasserfall sagen, so Quatsch. Über die Wüsten, oder? Ja, ich werde wahrscheinlich in Richtung, keine Ahnung. Weil in der Wüste bin ich gerade. Ah, okay, ja, dann wird er wahrscheinlich zu dir abgewogen sein, weil ich erst auf einmal. Er kommt von vorne, ich bin so dumm, ich gucke alles nach hinten und er kommt einfach von vorne, er trifft mich zum Glück nicht. Oh, Glück gehabt. Alter, das wäre mein Tod gewesen. Okay, also jetzt nach vorne gucken. Er ist so ein DT, ist ein bekannter Panzer. Ja, ich weiß nicht, ich traue dem nicht so ganz. Ich habe den eigentlich nur genommen, weil er geil aussieht und so. Und cool ist, aber geilste Fahrperformance hat er eigentlich nicht. Okay, die Mitsubishi ist mir in keinem Sand. Also würden sie ja mit Sandwischi heißen. Tü-tü. Das war ein Bronco. Woher kam der?
im Offroad? Boah, das ist auch ein geiles Meme entstanden in, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber in der neuesten Star Wars Mandalorian-Folge ist, wie heißt der jetzt nochmal, Floyd auf jeden Fall, also der, wo halt bei Zurück in die Zukunft den Professor spielt. Ja, und ja. Dann ist das Meme entstanden, so, bla bla bla, Floyd in Mandalorian und dann jo. So ein Bild von Zurück in die Zukunft, bla bla bla, Floyd, a man in The DeLorean. Ich sag, Alter, wie geil ist das denn bitte? Da hab ich sogar gesehen, jetzt verstehe ich's auch. Ja, richtig geil, ey. Muss ich auch so lachen. Wäre ich halt überhaupt nicht drauf gekommen, aber es liegt so nah eigentlich. Okay, Bronco. Jetzt im Steinbruch. Im Verlassenen. Habe alle hinter mir. Ja, ja, weil der Bronco bei mir ist auch weggegangen. Ich habe einen Kratzer. Ich mehr als das. Ich habe 50% Motorschaden. Aber apropos DeLorean, das wäre ja auch mal ein Fahrzeug für hier. Ja, hatte ich überlegt, dann dachte ich mir, aber ich will ein richtiges Offroad-Auto fahren und dann bin ich doch irgendwie bei der Corvette gelandet. Ja, also beim richtigen Offroad-Fahrzeug können wir. Richtig. Alles definitiv. Ja, ich sag mal so, wenn Chevrolet irgendwann so verrückt ist und so eine. Ja, ich meine. Lamborghini macht's vor, warum sollen sie es nicht auch machen? Ja, Porsche hat auch gezogen. Ja, genau, Porsche auch. Dann kannst du jemand sagen, ich hab's vorgemacht. Ja, das sind auch echt zwei Fahrzeuge, die in der Expansion halt voll gepasst hätten. Ja. Der 911K und der Stelato. Ja, absolut. Ich glaube, da wäre auch keiner böse drum gewesen, wenn die halt nicht klassische Rallye-Fahrzeuge sind. Auf jeden Fall besser als die Trophy-Truck-Geschichte halt. Ja. Ich meine, die Trophy Trucks und so sind ja okay, wenn das jetzt mehr so eine Bacha-Expansion gewesen wäre, ne? Aber ist ja nicht. Ich sag immer noch, die wollten Cross-Country machen, aber haben dann beim Map-Aufbau gemerkt, das funktioniert nicht. Waren ja, es vielleicht das oder die mehr Teams drin haben als die, drittes Team. Ja, oder was auch halt sein kann, ist wirklich, dass die Teams, die für die Map zuständig waren und das Team, was halt für die Autos zuständig ist, weil wenn die ja sagen, die brauchen für ein Fahrzeug mindestens ein Jahr, kannst du ja denken, wie früh die damit schon angefangen haben mit diesen Autos. Können wir halt auch vorstellen, dass halt wirklich die voneinander das missverstanden haben. Die haben gesagt Rally und die Map gemacht haben, ja, die Map gemacht haben, dachten halt wirklich Rally und die anderen dachten, ja, Rally ist ja sowas wie Bacher. Also, ich meine, Bacher ist ja auch eine Rally, ist halt eine Rally-Raid-Geschichte halt eher. Ja. Die Rally für große Jungs. Deswegen, so, dass halt irgendwie so ein Missverständnis war und dann so, als es dann zusammenkommt, ach so, okay, blöd. Dann hast du auch schnell den Fokus geangelt und gesagt, ja, ja. Immer. Den hat man noch irgendwo rumliegen, so. Also wenn irgendwann nochmal ein Trophy Truck oder so kommt über eine Playlist, wissen wir, okay, der hätte eigentlich auch noch in die Expansion kommen müssen. Ja. Ja, weiß man alles nicht, ne? Auch wenn es jetzt vielleicht lustig klingt oder blöd klingt, aber sowas kann halt ja vielleicht echt passieren. Ich meine, das ist ein großes Studio. Wer weiß das schon. Und ich sind glaube ich, nicht alles... Horizon 2 unterwegs, kann das sein? Könnt ihr auch... Ich meine, ich verstehe es, ja, aber halt eben, das muss ja nicht bei einem Meilenwelt dran sein, oder? Wie dem auch sei. Ja, was meintest du noch, Ray? Ja, und ich denke halt auch mal, bei Playground Games darf man auch nicht vergessen, das sind jetzt ja nicht alle, die da arbeiten, sind jetzt dann absolute Petrol-Heads und kennen sich ultra krass aus, sondern das sind halt in erster Linie Spieleentwickler auch und die machen das halt und ja, deswegen glaube ich, sind halt so ein paar wenige, die das halt sind. Ich glaube, bei Turn 10 findest du eher so ein paar Petrol-Heads, die wirklich mehr da drin stecken. Das haben sie im Motorsport 7 aber gut versteckt damals. Ja, mittlerweile ist aber das Studio, haben die ein neues Studio gebaut, haben mehrere hundert neue Leute eingestellt. Das Ding ist ein Riesenstudio mittlerweile, Turn 10. Also ich erwarte schon auch ein bisschen was beim neuen. Und die haben ja so viele gar nicht entlassen, wie ich mitbekommen habe, aber halt ultra viele neue eingestellt. Ja, da muss ein Brett kommen. Ja, und ich hoffe halt ziemlich bugfrei. Das wäre, glaube ich, echt mal wieder gut. Die Synchro in der Open World muss halt klappen. Das ja, vor allem in der Open World, ja. Ja, Nordschleife ist groß genug, als beziehungsweise apropos Nordschleife, ich glaube sogar, die ist nicht mal drin in dem Spiel. Ich habe da echt ein bisschen Sorge. Das wäre so traurig, aber es wäre möglich. Weil ich glaube, das ist so der einzige Knackpunkt aktuell bei Motorsport, dass echt wenig Strecken sind.
So, als ich da damals gesagt habe, meintest du doch noch, ja, da passt doch, wenn das alles ist. Ja, ja, klar, es ist okay, aber es ist trotzdem natürlich wenig, natürlich, klar. Eine kurze Frage, wo repariert man sich da unten am Fuße des Canyons? Du gar nicht, wenn du in der Verfolgung bist. Mich? Ja, wenn du verfolgt wärst, dann darfst du dich nicht reparieren. Haben wir das nicht gesagt? Nein. Dann ist das die Regel, dann war das die Regel, die wir auch vergessen haben, euch zu erklären. In der Kaffeepause dürft ihr jederzeit in diese 5 Minuten anhalten und euch reparieren. Es sei denn, ihr werdet verfolgt, dann dürft ihr euch nicht reparieren. So, ich repariere mich jetzt mal. Ja, ich auch, bevor wir jetzt in der Verfolgung reinrasen. Genau deswegen, ja. Hab ich vor Auge gemacht, sobald die Festnahme war, hab ich repariert. Sorry dafür. Noch anderthalb Minuten. Ich wusste, dass irgendeine Regel Kaffeepause noch fehlt und ja, das war dann. Also da rein. Weil es gibt ja hier keine, in dem Sinne keine Endpunkte, wo ihr hinfahren könnt, um euch zu reparieren, deswegen dürft ihr überall einfach anhalten und also im Prinzip, Luna, könntest du jetzt das nutzen, weil du bist ja jetzt respawned. Aber gut, jetzt macht es natürlich auch keinen Sinn mehr. Wobei wir da noch eine Überlegung gerade hatten, dass man vielleicht einfach die Spawnpunkte als Reparaturpunkte nimmt. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass man überall darf, so. Oh. Also ich finde es jetzt nicht notwendig bei der Map, dass man da noch irgendwie hinhasseln muss. Ach. Oh, warte. Ups. Jetzt verstehe ich das. Das sind die Spawnpunkte für die Racer, nicht die Reparaturpunkte. Nee, genau. Das ist nur, wenn du festgesetzt wirst, kannst du an denen respawnen. Und man kann sich überall reparieren. Okay. Genau. Also wenn du nicht verfolgt wirst, kannst du überall anhalten, aber wirklich anhalten, nicht so jetzt in der vollen Fahrt Pause drücken. Und dann kannst du das machen. Der Reifenschaden von Ellis geht sogar noch. Auf der Hinterachse. Wenn du so. Naja, wenigstens habe ich die Cops ganz gut hingehalten. Na, die Corvette sind da ein bisschen viele Reifen, aber es sind halt auch die Cross-Country-Reifen. Ne, die habe ich ja auch drauf. Ich hatte jetzt auf der Hinterachse hatte ich 20%, vorne halt 40%. Ja, für Schleichen. Du musst aber auch bedenken, du hast 4 Räder hinten, das wird quasi geteilt, du hast eigentlich doppelt so viel. Achso. Nee, keine Ahnung. Alter, ich fang an Dinge zu sehen. Ich dachte, ich hätte einen Bronco gesehen, aber. War nur ein Evo. Ich habe auf jeden Fall ein Evo auf der südlichen Straße Richtung Festival. Nee, endlich ein bisschen Action. Vielleicht. Ich habe aber noch ein paar Edus mir geklaut. Ich habe keinen. Steinbruchstraße. Ich will sein. Ich merke gerade, so schlecht ist es, glaube ich, gar nicht, dass ich mehr auf Grip aufgebaut habe. Problem ist, ich ziehe halt wieder natürlich die übelste Staubwolke hinter mir her. Bestimmt nicht, wo ich abgebogen jetzt bin. Fahre ich den Weg, wo klare Sicht ist oder da, wo alles so aufgewirbelt ist? Ich denke mal, der ist natürlich den sauberen Weg gefahren. Frag mich, ob man dadurch die Cops irgendwie verarschen kann, wenn man den Donut dreht. Ja, man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder auf der südlichen Straße Richtung Wüste. Die Ecke. Ist er da noch dran? Ich glaube, ich habe ihn abgehangen. Nee, er ist noch dran, okay. Aber ich habe einen guten Vorsprung rausgefahren. Let's okay, push. Achtung, ich komme wahrscheinlich nicht. Links ja, zwei, schlecht. Über Kuppe, ist viel nicht Verkehr. Ich kann gerade nicht mal auf die rechte Fahrbahn. Okay, dann bin ich wohl hier. Also ich bin immer noch auf der südlichen Richtung Wüste, also ich bin jetzt dann gleich Wüstenstraße. Willst du in das Offroad abbiegen, oder? Ja, ich kann Ding, ja, ich fahre Steinbruch. Straße. Okay. Osten. Oh, Gott, die Broncos kommen schon angeflogen. Okay, jetzt muss ich mich aber wieder auf Gas geben. Ich habe auf der Canyonstraße ein paar Ebos. Also ich bin Steinbruchstraße Richtung Osten rüber unterwegs. Westen meine ich natürlich. Hauptstraße, Entschuldigung. Weil jetzt. Gut ist, dass die Broncos hier nicht so gut abkürzen können. Oh, sagte ich, und da kommt ein Bronco von der Seite! Alter.
Das hat ja wieder mal aufs Wort gepasst, Alter. Das ist perfektes. Also, was ich manchmal chingse. Oh, da kommt Bronco, wie geil. Ich feiere das einfach bei CFR Offroad. Ist einfach immer geil, wenn du die Offroad-Einheiten fliegen siehst. Ja. Oh, da geht's mehr weit bergab. Ich hab ein bisschen Angst, dass gleich mir entgegenkommt, ey. Man hat hier auch richtig Höhe, also da kann man. Ja, ja, das ist richtig nice. Geil ist auch in der Wüste, weil du ja so eine richtige Sandspur über die Dünenkuppe quasi drüber ziehst. Das sieht so richtig nice aus. Da geht's weit bergab. Okay, ich bin jetzt gleich Hauptstraße. Okay, ein Evo kommt entgegen. Ich bin Hauptstraße. Richtung Dorf hoch. Richtung Dorf hoch? Dann ja, kommt das ist das Städtchen da, was da ist. Dann. Ich hab da auf jeden Fall ein Evo gesehen. Ja, oh, die halt. Werden ja auch jetzt versuchen, mich zu bekommen. Das Problem ist, ich muss nur halt durchhalten, dass ich keinen Frontal treffe, weil ich glaube, wenn ich den bekomme, ist es ein RIP. Ich hab ein paar Evos auf jeden Fall auch. Und da respawnt auch schon der Bronco, aber ich bin vorbei. Auch wenn es vielleicht dumm ist, aber ich würde schon gerne in den Canyon fahren. Also ich bin Hauptstraße weiter nach Norden hoch. Okay, ich krieg die ab. Ich glaube, die haben mich, die sind abgezogen von mir und verfolgen jetzt jemand anders von euch. Ja, mich. Wow, was der für einen Unfall baut hier? Ich bin in der Wüste. Also, ah, nee, okay, ich hab doch wieder, der ist doch wieder dran. Okay, keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Du Hauptstraße. Oh. Okay, ich muss. Okay, ich fahr tatsächlich in den Canyon rein, also es kann sein, dass ich es nicht überlebe, aber ich probier's einfach mal. 6 Minuten ich denke, noch. Ich denke mal, gegen den Bronco habe ich vielleicht Chancen. Kommst du raus, Wüste? Festival. Was? Die südlichste Straße. Das ist nicht die Wüste. Regenwald anfliegen. Als ob der da durch abkürzen kann. Aber jetzt hängt er in der Leitplanke fest, weil er zu wenig Bums hat. Ah! Schadenfreude ist halt einfach gemein. Schadenfreude ist die beste Freude. Das ist richtig. Und im Englischen gibt es nicht mal ein Wort dafür, ne? Das ist krass. Die haben das aber nicht. Damage Happiness. Stimmt, jetzt wo du sagst, die Damage Happiness. Klares Wort. Oh, brems. Okay, hier ist halt blöd, da kann er wieder aufholen. Aber ist egal, das geht wirklich ein. Er wartet da einfach. Guck mal, der Drecksack. Im Dorf? Nein! Boah. Okay, ich bin jetzt auf der kurzen Känguru-Straße. Ich nenne das Stück jetzt einfach Känguru-Straße, weil ich es einfach so, weil ich es einfach fühle. So, bin jetzt auf der Weltstraße. Richtung Osten. Da kommt jetzt gleich wieder Bronco irgendwo hergeschossen. Nee, nicht mit mir, mein Freund. Ach komm, schon echt geht. Ich bin jetzt in der Driftzone Feldstraße. Scheiß Bronco, Alter. Geh weg. Da war auch die Broncos abzeigen, ist Straßefahren sogar echt smart, weil denen die Reifen einfach wahrscheinlich auch durchbrennen. Ja, ist so, ja. Ja, ich muss auch sagen, als ich Bronco gespielt habe letztes Mal, habe ich viel zu wenig abgekürzt. Das macht der Bronco jetzt auch gerade zu wenig. Muss viel, viel mehr abkürzen und versuchen, von der Seite oder von vorne zu kommen. Das ist nämlich deine Stärke. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach noch dranbleiben will, um anzusagen, weil er auch der Einzige ist, der gerade dran ist. Ja, das kann sein. Jetzt müssen sie auf jeden Fall alle zu dir kommen, weil ich habe es ja. Hallo. Ja, ja, das Hallo. Ist, ich merke auch schon, wie sie alle hier entgegenkommen. Boah, das war knapp. Das war auch knapp. Das ist nochmal knapper. Wie viel kommen hier so weit? Jetzt kommen sie alle vor. Also, okay, die sind alle hier respawned, deswegen, okay. I got it. Ja, aber der TT ist doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ist mir doch ein ganz gutes Tuning gelungen. Weil unter Extremsituation erkennt man mal. Sorry, ich an die. Unter Extremsituation erkennt man meistens. Ich dachte erst, du bist Augenkopf, weil du so rot bist und die auch ja alle so rot sind. Ich habe ein Evo, danke schön. Jetzt habe ich ein Problem, der ist eine Brücke. Ja, geil. Zählt das als Weg? Eigentlich nicht. Ich fahre auch wieder zurück. Ja. Was mach ich denn jetzt? Ich will hier nicht fahren. Das ist so kein Weg. Jetzt fahren die alle da hinterher. Wieso Assis? Naja,
An dem Sand macht der Lissi schon sogar Spaß zu fahren. Ich mach Touristenfahrt hier mit dem Evo, wir fahren 80, let's go. Das Gewitter ist auch geil. Jetzt fehlen nur noch die Polarlichter, dann fühle ich mich wie ein FA4. So. Aber wenn die hier auftauchen, dann fahre ich vom Glauben weg. Gewittert es nicht bei dir da oben im Norden beim Achso, ich gucke Richtung Süden, Moment. Achso, ja, im Norden gewittert es. Ah, krass, ja, doch, oder? Doch. Ja, im Süden fängt es jetzt auch an. Es ist gerade gut reingeschlagen. Wir sind ja unter Sturm. Ich erwarte was, ich habe aber was bezahlt hier. Und an dieser Stelle erkennen die Zuschauer, oh, das liegt ja verdammt weit in der Vergangenheit zurück, wo sie das aufnehmen. Und das schon wieder war knapp. Evo wirklich einfach mitmacht und wenn wir 70 hinterher. Was? Das ist ein Kopf. Eigentlich kann man das hier fast nicht als Verfolgung werden. So, die Broncos aufpassen als anderes in der Bums. Hey, was soll das? Mach mich ein Kratz an die Covid. Ich geb gar nicht aus. Hey, der haut ab. Hinterher. Ja, knapp. Knappes Ding. Okay, ich fahr in den Wald. Ich glaube, da kann ich Broncos am ehesten auf die Straße forcen. Das macht gerade echt Bock. Also die Verfolgungen sind echt geil, weil sie einfach echt länger intensiver sind. Komm da wieder mit. Komm mit, Kollege. Ja, haut ab. Es steht endlich in den Regeln nur aktive Verfolgung, oder? In welche Richtung die geht, ist irrelevant. Ich weiß aber nicht, was du jetzt meinst, aber du wirst eine Art... Fuck. Jetzt ist passiert. Als ob da die eine Palme ist, die nicht kaputt geht. Willst du mich verarschen? Und an der hänge ich jetzt. Lol. Komm, gib Gas. Allrad, Power. Let's go. Ah, das hat weh. Bronco frontal erwischt. Aber ich wollte eh umkehren. Passt. Danke für die Umkehrhilfe. So. Eins, Overtime. Das hat weh, aber ich lebe noch. Warum ist der TT auf einmal so geil? Ich dachte echt, ich habe eine Scheiße aufgebaut, aber der ist ja ein richtiger Panzer, du. Jetzt fehlt mir nur die Power, der Frontaltreffer hat schon Aua gemacht. Aber die können sich nicht mehr reparieren. Ist noch, wird noch jemand verfolgt gerade? Ja. Also, naja. Okay. Streng genommen ist es eine Verfolgung, aber... Okay, es ist eher so eine Begleitfahrt, meinst du? Ja. Ist etwas scheiße, die Mauern. Hab ich zu spät gesehen. Achso, hi. Null Komma null Motor. Obwohl er seitlich getroffen hat, auch gut. Jetzt wird's nochmal interessant. Vielleicht sollen wir auch ein bisschen sagen, wo wir sind. Ja, ich dachte es mir schon fast jetzt. Aber jetzt wollen wir es auch nicht mehr durchgeben. Okay, ich habe, glaube ich, nur noch Budo an mir dran. Warte, okay, ich habe auch nur ein Evo. Okay, der war mein. Da ist da. Ich habe gerade gesehen, dass die Schlange ist auch ein bisschen länger als gedacht. Komm, darum jetzt. Ich fahre nicht wieder ins Festival rein, das war in der letzten Folge mein Todesurteil. Deswegen, nee, lieber nicht. So dieses leichte Cutten übrigens an die Zuschauer, das ist auch erlaubt bei der Offroad Edition. Man darf so ein bisschen abseits der Straße fahren, man darf es nur nicht komplett übertreiben. So, ich fahre jetzt in die Wüste. Da können sie mich nirgends festpinnen. Wer ist mein Streifenpartner hier? Hier leider lang fahren. Oh, ich hab natürlich. Oh, ich bin so dumm. Ich hab einen Drehzahlbegrenzer geschaltet und mir schön 10% nochmal reingejagt. Ja. Okay, nennt man Profi-Move. Motorbremse des Todes einfach mal genutzt.
Aber die haben jetzt immer noch so viele Parallelverfolgungen. Das ist doch voll nicht schlau, ich oder? Ich würde es, wie gesagt, nicht Verfolgung nennen. Ja, ja, aber es ist trotzdem eine Einheit, die denen fehlt. Ja. Wobei ich den jetzt auch provoziert habe, muss ich sagen. Das sind drei Einheiten. Na ja, komm, schieb mich. Nicht berg hoch. Okay, ich fahre jetzt in die Wüste. Bitte leck nicht, bitte leck nicht. Ich von wo? Du fährst von Süden oder von Norden? Ich fahre von Westen quasi rein, also Süden, südwestlich quasi. Ja, dann fahre ich von Norden rein. Bis zum Ende der Overtime geht es sich vielleicht aus. Ja. Okay, mir fehlt ein bisschen die Power. Ich bleibe ein bisschen im Sand stecken, muss ich ehrlich gestehen. Ja, den Sprung nehmen, dann nehme ich ein bisschen Distanz weg. Solange jetzt nichts von vorne kommt, aber ich glaube, die werden die Broncos jetzt gleich kommen. Der oder? Komm da. Ja. Der haut doch nicht ab. Haben wir wieder. Ich würde sagen, wie der haut doch ab. Nee. Hey, meine Reifen sind ganz schön. Oh, ich habe 70% Vorderreifen, okay. Damit habe ich jetzt, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, dass die Reifen so krass runtergeschrumpft wurden. Na gut, ich habe auch Zeit quasi nach der Kaffeepause in der Verfolgung, ne? Und da der TT in der Grundeigenschaft eigentlich eher ein Frontkratzer ist, nimmt mich das auch nicht wunder, dass die Vorderreifen so malträtiert sind. Also wie gesagt, Overtime aktive Verfolgung bedeutet aktive Verfolgung, oder? Das heißt nicht, dass ein Cop'n Racer verfolgen muss. Ich kann gerade nicht denken, tut mir leid. Okay, dann passt das. Nein, ich will nicht zur Kirche. Achtung, Evo kommt gleich von vorn. Corvette hinten dran. Ja, ich seh's. Ich weiß noch nicht, wohin mit mir. Ah, oh, es ist gut. Ich würde gern mehr nach hinten gucken, das ist bestimmt lustig. Sieht auf jeden Fall danach geil aus. Ich hab da vorne alles drauf. Ja, sehr schön. Für die Fans. Wo sind die Broncos denn hin? Die haben sich selber getötet, dass sie nicht mehr dabei sind, oder? Ah, okay. Aber was hat er vor? Meinen die, schaffen noch mehr Festnahmen oder was? Ich überlebe das. Ich schleiche mich jetzt bei den Cops ein. Eine rote Lackierung hättest du von den Fake Cops. Okay, die wollen unbedingt, dass ich da hinfahre. Okay, kann ich auch verstehen. Da kann man sich am ehesten festsetzen. Leute, ich mach mit. Wo drücken meine Racer hin? Aber wir haben eigentlich mal gesagt, dass die Racer sich nicht einmischen dürfen, ne? Ja, hast du doch gerade auch. Hä? Letzte Runde. Ja, du bist die ganze Zeit der Verfolger hergefahren. Hä, das habe ich doch erklärt. Das ging gar nicht anders. Ich war auf der Straße gefangen. Nee, du bist doch einmal aktiv mit abgeflogen. Ist jetzt eh vorbei. Nee, bin ich nicht. Egal, ja, ist vorbei. Nee, das, was du meinst in der letzten Folge, war beim... Oh, sag's mal. Beim Steinbruch, bei der Steinbruchstraße. Da bin ich gefahren und dann habe ich halt gesehen, dass vor mir Cops fahren und dachte so, hä, was machen die denn da vor mir? Und dann hat der andere gesagt, er ist da auch gerade drauf. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich gehabt hätte, wäre, mitten in den Cops die Handbremse zu ziehen und umzukehren. Das war mir aber zu viel Risiko und dann bin ich die Straße durchgefahren. Und dann am Ende der Steinbruchstraße haben wir uns dann natürlich entschieden, getrennte Wege zu fahren. Mit dem Unterschied, dass dort ihr den direkt festgesetzt habt an einem Bagger und direkt weiter mit mir fahren konnten. Aber ich habe nicht bewusst versucht, damit mich einzumischen. Weil das ja eigentlich auch nicht erlaubt ist. Deswegen, ich habe mich schon versucht, da irgendwie rauszuhalten. Aber ich war ja mitten im Cop-Sandwich. Ich konnte ja gar nichts machen. Ja, sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Ja, guck dir die Aufzeichnung von mir an. Dann siehst du, ja, dass guck du die Aufzeichnung da gar nichts, von mir an. Ja, das siehst du, dass ich da nichts machen konnte, außer diese Straße halt weiterzufahren. Und die Cops haben ja trotzdem auch Druck auf mich aufgebaut. Die haben ja auch auf mich attackiert. Also ich konnte ja nicht einfach rechts ranfahren und warten und hoffen, okay, macht mit ihm da vorne, was ihr wollt, und ich fahr einfach weg. Ich war ja gefangen. Also tut mir leid, also da kann ich gar nicht viel mehr anders machen. Naja, sei es drum. Das aber die vergangene Folge. In dieser Folge geht's um andere Dinge und zum Beispiel um den Seitenwechsel. Denn wir vier wandern jetzt rüber zu den Cops und dann gucken wir mal, mit welchen vier Racer-Fahrzeugen da gerade versuchen, uns zu entkommen. Vielleicht schaffen sie es auch nicht. So, die Seiten sind getauscht. Vier neue Racer haben wir und ja, die Sonne ist auch ein bisschen rausgekommen. Auch mal schönes Wetter ist doch wunderbar. Aber gleich wird es nicht mehr so schön für die Racer, kann ich schon mal sagen. Denn unser Team ist jetzt bei den Cops. Ja? Das wird ziemlich wild. Ja? Aber wir gucken uns trotzdem erstmal im Detail ganz kurz die Racer-Fahrzeuge dieser zweiten Runde an und wer vor allem auch da jeweils drauf sitzt. Ja, also hier im Jeep Grand Cherokee sitze ich, Mo. Im Golf 7R sitzt gibt's nicht. Kuro sitzt im Ford Transit Super Van.
Und in GMC Jimmy sitzt Bitbull. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser illustren Kombi. Aber ich hab schon mal gesagt, also bei diesen Offroad-Ausgaben bis jetzt kann man sagen, diese Kombination gibt es nur bei Offroad oder bei einer Mini-Ausgabe von Wheelspin, weil sonst ist es komplett verrückte Kombi immer, was man hier sieht. Aber ja, okay. Da steht doch gar kein Kombi. Mal. Ja, aber letztes Mal war ein Kombi dabei zum Beispiel. Ah, okay. So, jetzt habe ich schon den falschen gezogen, ne? Nee. Passt. Nee. Jetzt habe ich aber den falschen gezogen, ne? Nee, habe ich nicht. Nee, gibt's nicht schon Spread Burner? Das gibt's ja gar nicht. So. Ja, und ich auch noch. So, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von denen ein Startsignal gibt, aber es wird schon irgendeiner geben, oder? Nee, wahrscheinlich. Oh, bin gar nicht im Spiel. So, jetzt bin ich im Spiel. Aber ich würde sagen, da kann Pluto ja schon mal die Einteilung machen, oder? Jo, also ich probiere jetzt noch mal ein bisschen was Neues aus. Ein Offroader darf bitte in den Norden und so das nördliche Offroad-Gebiet, sag ich jetzt mal, abdecken. Und der andere darf mal in die Wüste. Wüste. Dann würde ich jetzt gerade einfach mal bei den Evos von rechts nach links durchgehen. Und jeder Ort, den ich sag, das ist dann so gesehen der Evo, der da, ich sag mal, gerade entsprechend steht. Von rechts nach links, also in Fahrtrichtung, okay. Ja, also der Evo, der jetzt ganz rechts steht, darf die nördliche Schleife abdecken. Der zweite den Steinbruch. Der dritte so Feldstraße, Staudamm, Wüstenstraße, das Eck. Der vierte dann den Süden und der fünfte dann auch mit in den Süden. Da dürfte ich noch so ein bisschen aufteilen. Der eine bitte mehr Westen, also so Festivalkreuzung, auch noch Hauptstraße bis hoch zur Steinbruch-Ecke. Und der andere halt eher so den östlichen Teil und ja, dann einfach zusammen so ein bisschen das südliche Gebiet da. Ich würde dann auf die Hauptstraße gehen. Dann machst du mehr so den östlichen Teil, dann mache ich da die Festival-Steinbruch-Ecke im Süden. Mhm. 5. 4. 3. 3. 1. Go. Ah, los! Okay, dann üben wir nochmal, aber war nicht schlecht. Für ohne angekündigt. Für die NASA reicht's. Ja, würde ich auch sagen. Abbruch! Ich darf ja gerade einfahren schon. Sonst mal gucken, ich merke gerade, ich war super schlau. Ich habe im Vorfeld gedacht, ach komm, ich glaube, ich fahre den Evo ohne Anti-Lag. Jetzt habe ich aber in der Eile einfach das erstbeste Tuning genommen. Das ist natürlich jetzt das mit Anti-Lag. Naja, ja, gut, nächstes Mal. Anti-Lag ist ein bisschen nervig. Ja, ja, eben. Deswegen. Also gerade als Kopf brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Komm, ich muss ein bisschen mal testen. Kann ich runterfliegen? Ohne dass groß passiert. Ach du Scheiße. Kaputt. Aber das hat super smooth funktioniert. So. Ja, Bronco kann mittlerweile Sprünge ganz gut aushalten. Irgendwas ist in der Wüste auf jeden Fall drinnen. Ich sehe Stau. Norden oder Süden? Ja, das ist normal in der Wüste. Mit Norden rauskommen. Norden raus? Wird Süden rauskommen, pardon. Ja, ist der Jeep. Mein Beileid. Nee, gar nicht, was der GMC. In der Blitzerzone jetzt drinnen, Höhe Kirche. Doppeltes Beileid, der bringt sich auch selber um, so wie der fährt. Also was er fährt. Fährt jetzt also gleich aus der Blitzerzone raus. Hat eine Zeitverfolgung, die andere würde da drauf. Kommt jetzt also dementsprechend auf den Blitzer zu. Ist aber noch nicht im Blitzer drin. Also wir sind immer noch in der Wüste, jetzt gleich Höhe Blitzer. Jetzt werden wir auf den Blitzer zu. Und ja, fährt jetzt in die südliche Haarnadel rein. Bist du auf der Straße hinter ihm oder neben der Straße hinter ihm? Je nachdem, will ich halt entgegenkommen oder... Wir sind im Schotter, wir sind in der Wüste. Ja. Wenn du als Bronco direkt hinter ihm fährst, dann komme ich nicht entgegen, weil ich Angst habe, dich zu treffen. Was fand ich einfach richtig für. Ja, fahre ich ein bisschen neben dran. Jetzt also gleich als. Also, wir sind jetzt quasi am Übergang Wüste, nicht mehr Wüste quasi, von der Oberfläche her. Also gleich nicht mehr auf dem Sand. Und zwar jetzt, um genau zu sein, kommt dementsprechend gleich südlich raus, da hinten Raptor drin. In dem Haus. Wüste südlicher Exit. Fährt in den Steinbruch gerade durch. Jetzt im Steinbruch
drinnen, gleich am gestrichelten Weg, den auch fährt, also wird Steinbruchstraße rauskommen. Steinbruchstraße eher Wüstenstraße-Seite. Der gestrichelte Weg. Und zwar jetzt auf der Steinbruchstraße, aktuell auch Richtung Wüstenstraße unterwegs, fährt aber Steinbruchstraße Richtung Westen. Ich kann gucken, wo hier ein Weg ist, den ich nutzen darf. Jetzt im Steinbruch, in der im U quasi in der Steinbruchstraße drinnen. Der Golf hat sich nicht gesehen. Das gibt's nicht. Bis an dir. Alles gut, haben noch. Jetzt an der Baustelle am Kipplaster vorbei, jetzt gleich an den Röhren vorbei. Ab, schön gemacht, am Bagger und an den Röhren vorbei. Hier den nicht gemachten Weg rein, eins unterhalb von der Straße, aber jetzt will immer noch die Richtung behalten. Jetzt ist quasi eine Etage unter der Straße. Aber ich komme ja nirgends hoch, da gibt es keinen Weg. Müsste er aber im Steinbruch hier unten wieder rauskommen. Ich glaube, nach oben geht es nicht, oder? Oh, ich habe keinen Plan. Komm wieder oben auf der Straße. Ich sehe euch, aber ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Oder wo ich jetzt hochfahren darf. Straße raus. Ja, ist jetzt wieder Steinbruchstraße. Blitzer, oder? Türen übernehmen. Was war jetzt? Ah, das sieht doch gut aus hier. Komm mal hier mal nach. Hat er geschoben. Aus dem Steinbruchgebiet quasi jetzt raus, fährt den Schotterweg aber wieder Richtung Steinbruch rein. Also Richtung südlich vom Steinbruch. Okay, wir haben noch eine zweite Folge schon unterwegs. Ich glaube, es haltet da jetzt einiges dran und will, dass es euch dazu kommt. Und fährt gerade weiter. Wow, schöner Treffer. Hat jetzt unter eine kassiert. Also kommt wieder südliche Straße raus. Höhe, ja. Wir haben noch gestritten. Fährt in Bergweg rein am Steinbruch vorbei, kommt jetzt auf der südlichen Straße raus. Südliche Straße ist durch südliche Offroadweg die Kreuzung wieder rauskommen. Da kommt ein. Ja. Aber falls einer reinhauen will. Macht das vor der Kreuzung nicht so viel Sinn. Wenn wir nicht hier dran bleiben. Es ist staubig hier. Fährt den südlichen Schotterweg. Das sind doch Häuser, oder? Links kommen gelbe Häuser. Ich glaube nicht, dass ihr den gepinnt bekommt, oder? Aber als Schaden halt, ja. Ah, kommt gar nicht bis dorthin. Hat so viel Kopf. Das ist zu groß. So fette Reifen. Sorry. Bremsen eventuell. Ja, ich probier's, aber. Sonst kommen links nochmal Häuser. Rechts tendenziell ja nix. Die ganze Sinne. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Hier links kommen eventuell noch südlichste Häuser. Südlichste Schotterstraße. In Richtung Westen. Zum Festival. Genau. Da gibt's gute Wände. Quasi vor der Festival-Driftzone. Da fährt er jetzt drauf zu, quasi. Dann jetzt fahren lassen, da gibt's nichts und nachher. Dann drückt er sich abkürzen können. Vorm Festival. Ah, komm, vom Festival gute Wände, wo man einfach gerade spawnen. Ich glaube, ich spawn nicht mal da kurz neu, ich habe 5%. Noch nicht, bitte. Brauchen wir gerade jetzt. In die Haarnadel rein? Genau, weil da sind dann auch Wände. Gut. 20, 22, 23, 24 raus. Steinbruchstraße Richtung Osten Golf. Jetzt dann in der Nähe von dem Sprung, den es da gibt. Jetzt an dem Sprung so gesehen direkt, aber er ist auf Straße, also an den Räumen, die es da gibt. Ja, jetzt dann bald ganz im Osten. Also jetzt dann Wüstenstraße, kommt jetzt gleich an die Kreuzung hin und fährt Richtung Norden.
Also Wüstenstraße, ich bin im Norden, jetzt noch nicht auf Bike Park. Ich habe 30 Motor und ich kann dranbleiben, also super schnell ist der nicht mehr. Ich bleib auch dran, nicht, dass er sich sonst gleich repariert. Ja, das ist richtig, ich bleib jetzt einfach nur mal dran. Jetzt guckst du hier an der Spane, sag ich, die es da gibt, am Bikepark. Immer noch Richtung Wüstenstraße im Norden. Er fährt nicht in die Wüste, also wird Staudamm oben rauskommen. Ja, durch die Hahnadel sag ich jetzt mal durch. Bronco eher entgegenkommen. Hier sind wir am Staudamm selbst. Ich bitte irgendwo. Jetzt Staudamm. Rüber. Alex Rennding da. Und fährt geradeaus den nicht eingezeichneten Weg. Und dann links. Also Richtung Westen. Das ist jetzt die Feldstraße. Ja, fährt jetzt erstmal weiter. Das ist nicht auf der Abkurve. Also jetzt dann gleich an der Schiffkurve, die es da auch gibt. Gleich Eingangsschiffzone. Eingangsschiffzone. Hier runter. In der ersten Schäferkurve drin, auf dem Weg zur Haarnadel. Haarnadel jetzt. Krass, krass, krass. Haarnadel eben durch. Gleich aus der Schiffzone dann raus. Der hat rechts nicht eingezeichnet den Weg. Jetzt, okay, die ist mitten in den Feldern. Richtung Tour unterwegs. Ist jetzt hier an der Tour direkt. Da war ich gerade mal. Fährt jetzt unten ums Haus. Immer noch Nähe Tour. Irgendwo. Nirgendwo. Ich selber nicht mehr sicher, wo hier die Straße sein soll. Ja, ich helfe mal gleich hier hoch. Ja. Gewehr auf der Gym. Sind wir noch bei der Tour? Ja, jetzt nach Westen, so sind weg. Ich muss mal erst den Weg hier rausfinden. Gym nicht weiter vorgekommen? Ja, eher Richtung nördliche Schleife, sag ich mal. Ich hab die Zeitverfolgung. In nördlichen Schleife jetzt, also zum Norden unterwegs. Und geht wieder rechts ab, also südlicher Teil der nördlichen Schleife, Osten, die Herdstraße. Südlicher Teil, schon falsch, glaube ich. Fährt jetzt sozusagen im Osten hoch, ne? Ein gutes Stück vor der Pistekunde, die ich schon mal gezeigt habe. Der beschreiben, aber immer noch auf der Straße eben. Also, das ist immer noch Straße, ich dachte, das ist Offroad gewohnt. Nein, nein. Ja, immer noch auf der Straße. So gesehen, die Schleife gegen ich hab bestimmt die andere Evo umdrehen. Kurz vor der Blitzezone jetzt. Geht da vor links ab und dort wird der mit den ganz engen Kurven. Also, dort wird nicht im Norden. Natürlich sind hier Steine. Boah, ich warte jetzt hier, kommt ihr eh gleich, dann kann ich das Tuning mal kurz austauschen. Wie Anti-Lag? Ja, weg mit Anti-Lag. Für die Zuschauer vielleicht angenehm. Jetzt an der Straße oben und links abgebogen. Und direkt wieder rechts in nicht angezeichneten Weg. Oh lol, ich habe das erst jetzt kapiert, dass das hier ein Racer ist. Ich wäre auch noch an einem dran, aber wir haben schon eine Zweitverfolgung. Ja, jetzt, ne? Ja.
gerade. Gunn sind nur auf dem Dirt, wir gehen in Richtung nördliche Schleife auf dem geteerten Weg zurück unterwegs. Biegt rechts ab, also nördliche Schleife Norden nach Westen. Jetzt im nördlichsten Eck, sag ich jetzt mal. Sorry, bis wohin abbiegt, nach Süden jetzt. Aber Straße, ne? Ja, Straße. Ja. Jetzt Bronco gerade ausschieben, es geht. Nicht du selber. Ja, also so, natürlich die Schleife immer noch was Süden unterwegs. Ja, scheiße, sorry. Ich musste es gehen. Also gleich an der Kreuzung nochmal. Und er fährt nach Süden raus. Ich bin rausgesprungen. Hallo. Wieder nach Flur unterwegs, nach Norden. Jetzt muss einer von euch mal übernehmen. Ich hab 35 Motor. Ja, ich mach mal. Fähr durchs Wasser. Fähr das Wasser raus, kriegt einen Schlag von Mitsubishi. Das hat ihm weh. Er heult. Aber ich heule. Bin dann der Kreuzung. Kann nicht mehr ansagen. Rechts ab. Fahren zur Tour. Ja, dann gehe ich. Dann rühre ich mich da einfach direkt. Bremse weg aus. Sind jetzt auch langsam jetzt an der Tür gekommen. Hab ihn frontal, da steht er nun. Wo? Der arme Tropf. Ah, da. Nein, so. Halt. Stopp. Ja. Nein. Ah, geil, jetzt kommst du da. Das war natürlich jetzt Pech. Das war zu viel Gewalt. Er wurde zum Geist. Er lebt wieder! Eine Wiedergeburt! Oh! Ich halt mal Abstand, ihr macht das schon. Sonst geht von dem Bronco vielleicht irgendwie durch auf Abkürzung auf frontal, eher mal. Das versuche ich seit 10 Minuten. Okay. Bei Evos habe ich schon getroffen. Bronco nicht mit dir, bitte. Sehen? Hat er. Also aufpassen, dass die Runde. Kannst du eine Zeit lang überleben, der. Jetzt soll ich so einen Canyon schieben. Ja, das Problem ist, ich komme nicht vorbei, der ist immer noch super schnell. Ja, geil. Ja, natürlich Ghost. Ja, ja, leckt komplett durch, ja. Ja. Ganz ehrlich. Boah, also, nee, Dorf, wenn ich reparieren muss. Ja, mach ich auch jetzt. Ich hab das war jetzt super lucky, wie er da durchgeglitscht ist. Also jetzt dann gleich Eingang Dorf. Wenn wir zum Dorf müssen, mache ich echt gucken, das war. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. So, ich sehe noch Staub. Warte. Nein! Oh Gott. Ne, lass. Da links hätten wir ihn doch. Oh, sorry, nicht gesehen. Vorne kommt eine recht steile Wand gleich. Wieso hat er so viel Grip? Das kannst du mir nicht erzählen. Stirb doch einfach jetzt. Ey, das gibt's einfach nicht. Er. Das ist genau hier ein Stein hängt. Fahr doch jetzt dagegen diese Felsen da. Das sind keine Rollen. Da ist nichts. Ich dachte, das sind Felsen. Ja, weiter rechts, wenn die Tür sind. Du! Häuschen da? Ach, das Häuschen. Ja, ist jetzt da vorne die Felswände da. Ja, wieder so knapp! Ja, passt. Vielleicht. Ja, vielleicht. Aber es wird zu wenig. Hans, ja, jetzt kannst du nicht so viel haben. Er hat doch nichts mehr. Fällt immer noch. Ja, also Power hat er noch gerade eben genug gehabt, aber der bin jetzt nochmal frontal reingeschöppert. Ja, ja, ich hab's gesehen, ne. Kannst du zu uns noch besser sein bei dem?
Es ist Bronco. Steinbruch links. Jetzt stirbst du. Natürlich überschlägt es mich jetzt. Nicht so immer. Aber ja. Wenn ich mal bremsen. Ah, Leute! Nicht gegen Freunde. Mach Matsch aus ihm. Fast geklappt. Was ein Gekuschel. Jetzt davor einer und ausbremsen. Hinten ist er wieder, das gibt's nicht. Ja, nee, ist das ist nicht das Problem. Hinten ist keiner entstanden. Doch, ich war hinten. Ich hätte hinten hinstehen können, aber er ist geghostet. Er ist direkt geghostet und konnte weiterfahren. Das wäre kein Problem gewesen, ich hätte zustellen können, aber was will ich machen? Bei mir ist er nicht geghostet tatsächlich. Doch, bei mir ist er direkt geghostet und konnte weiterfahren deswegen. Quasi zusammengeschoben, er ist geghostet. Nochmal eine kassiert. Wie kann ein Motor so viel aushalten? Ja, bei mir auch. Nur Haus. Da rechts was Festes. Mal aus auch. Man hat den Ero gerettet. Ich gebe mal Dank dafür. Jetzt lang. Doch. Doch. Jetzt hier. Jetzt mal fest. Komm. 21, 22. Wie? Ja. Das ist wieder wieder das halt genau. Da, wir dürfen hier auf dieser Welt nicht zu krass schieben, weil sonst springt er hoch und ghostet direkt. Ihr hättet einfach noch warten müssen, dann wäre er da nicht weggekommen wahrscheinlich. Aber weil jetzt mehr gedrückt wurde, also ne, kein Vorwurf, das ist einfach nur eine Feststellung. Bei den Testrunden war das nämlich auch schon ein paar Mal so. Wenn man die Steilwände hochdrückt, dann springt über einen und ghost. Und das ist halt einfach irgendwie super ärgerlich, leider. Links sind, links sind die Häuser, ja. Du kriegst den halt fast nicht weggedrückt, das ist das Problem. Schade, 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 schade. Oder jetzt? Ich muss doch irgendwie vielleicht, da kann er doch nicht so gut anfahren. Jetzt, oder? 21, 22, 23, 24, 25, also Johnny beim Festival reparieren fährt gerade südlich. Ja, ist tatsächlich abgesoffen, ja. Was hast du bei reparieren und dann wohin? Beim Festival, dann nimm dir einen Jeep. Da ist ein Bronco dran, das macht ihr, weil wohin? Das ist gleich besser vom Weg her. Bronco ansagen. Ja, wo? Deine Bronco ist am Jeep dran, der soll ansagen, nicht ich, weil ich bleib recht gut an meinem Jimny dran. Und der Bronco ist besser für euch, weil der aufs Festival zugefahren ist und nicht weg. Dann sagt der Jimny an, der andere meldet sich nicht. Ja, okay, dann südliche Straße. Fahren jetzt einen Asphaltweg Richtung Festival, tendenziell eher. Also Richtung Westen, also jetzt gerade Richtung Norden bei den 1000 kleinen, nicht eingezeichneten Wegen, aber auf dem Asphalt, an den Steinen vorbei, in den Kurven drinnen. Fahrt auch weiter auf dem Asphalt, jetzt kurz vor dem Dirtweg, der auch zum Steinbruch reingeht an der Kreuzung. Fährt aber weiter auf dem Asphalt. Hab ihn frontal. Hab nicht mehr viel. Da vorne kommen Steine, die können wir ja nehmen. Die Ober rechts weg. Hier die Steine rechts. Dann doch nicht mich wegschieben, wenn ich. Dreht um. Nee, fährt weiter. Jetzt gleich in der Haarnadel drinnen. Jetzt Nadel durch. Schöner Treffer. Auf dem Asphaltweg Richtung Osten. Bagger, vielleicht. Oder Transit rein, war auch nicht schlecht. Ja, Bagger. Nein, ja. Schade. Hätte fast geklappt.
Ja, fährt jetzt den unangezeichneten Weg da irgendwie mit einem Steinbruch drüber. Hast du ihn schon? Aber in Tod. Nein! Ich fahre hinterher. Oh, ich dachte, er übersteckt sich vielleicht. Ja. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Wird denn ausgebremst? Super langsam. Fuck. Okay, dann kriegen wir aber auf jeden Fall ausgebremst, so langsam, wie wir den gerade zum zweiten bekommen, zum dritten bekommen haben. Wäre der Nahnadel oder Handsachen vielleicht? Ja. Reicht davor. Brauchen wir vielleicht wieder eine Nummer von Part so versuchen. Weil hier gibt es genug uneingezeichnete Wege, die man auch im Evo abkürzen kann. Ja, sehr schön. So geht's natürlich auch. Ich wollte jetzt schön langsam zustellen, da kommt da ein Evo von hinten angerast und rammt ihn einfach weg. Ich glaube, den können wir einfach zustellen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt so Hardcore-Attacke machen müssen. Hinten waren wir gerade eben zu zweit zum Anhalten gebracht. Nicht drücken von hinten. Einfach nur zustellen. Ah, schon klar. 21, 23, 24, 25. Hammer. Bombe bewegt. Sehr schön. Wir haben noch quasi nicht mal ganz eine Minute. Schaffen wir da noch was? Da haben wir noch eine Verfolgung. Ist da irgendwas? Also der Superband der Vorher irgendwie Richtung Südosten unterwegs, habe ich mal noch im Augenwinkel gesehen, aber... Ich hab den Golf, der ist gerade hier in den Steinbruch rein. Bei diesen Tanks, bei dem See, fährt jetzt gerade Richtung Festnahme vom Jimmy. Okay, ich baue mich mal. Versuch einfach nur dran zu bleiben. Ja. Und beide anzusagen. Haben gerade über jetzt quasi wieder Richtung Haarnadel. Lass den Jeep einmal rückwärts. Oder Jimmy. Warte, mit 15 Sekunden. Bin jetzt in der Haarnadel. Der hat auf jeden Fall schon einen Frontaltreffer von mir kassiert. Fahren jetzt. Ja, der hat vorhin so viele kassiert. Ja, stimmt auch wieder. Fahren jetzt gleich durch den Blitzer. Overtime. Sind jetzt durch den Blitzer durch. Hey, fahrt nach Süden zu den Hallen hin, oder? Genau, zu den Hallen. An den Hallen. Fahren weiter Richtung Süden. Sag dann weiter an, wie er da feiert. Fahren weiter. Gleich. Sind jetzt Richtung Fluss. Fahren jetzt dann nach links. Also Richtung Westen. Das ist die Hauptstadt. Also rechts, nicht links. Ja, sind dann nochmal abgebogen, wie die aus. Halt ein kleines bisschen langsamer. Und niemand an der Kasse verpasst? Fährt Richtung Festivalkreuzung. Ihr sagt jetzt den Superman an. Achso, ja, Golf. Sorry. So. Ich hab den Golf und sonst kümmert halt den Superman. Ja, Golf. Ja, dann Golf weiter. Fahren jetzt. Teufelspass von Süden reingefahren. Ich meine, der ist nicht am Golf dran. Doch, ich bin nicht. Natürlich ist es der Golf da vorne. Ich bin doch gerade im Superman entgegengekommen. Ja, der Superman ist in der Nähe, aber halt ein Stück weg. Wir fahren jetzt im Teufelspass in der Blitzerzone. Wir sind jetzt auf Teufelspass angekommen oben. Ja, Superman soll zumindest vor einer dranbleiben, aber der ganze Rest ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen jetzt voll auf den Golf. Okay, ich glaube, wir verlieren gerade den Golf. Sorry, Evo, dass ich da weggeschubst habe. Alles gut. Ich würde. Achso, weil Overtime hat schon angefangen, gell? Ja. Okay. Dann ist doch nicht so verpariert. Dabei kann er das Universum hoch. Das Problem ist halt, wir wissen, dass er auf der Straße ist, aber vorne, er ist jetzt halt viel zu weit. Man kann jetzt vorne, gibt es einen gezeichneten Weg links um den ganzen Block. Ich nehme den auch. Einer hinterher. Ich fahr hinterher. Ja, das ist hinterher. Recht. Das wird auch. Sag mir aber bitte genau an, welche Kurve ungefähr ihr seid, damit ich da nicht. Wir haben die. Ist Haarnadel durch. Also ist jetzt gleich an der Seilbahnstation wahrscheinlich. Ich sehe ihn dann. Ich habe ihn frontal. Steht da. Evo, wo kamst du her, bitte? Jetzt langsam. Ah, schade. Fährt wieder zurück, fährt nach Süden. Also wird wieder Festival rauskommen. Sorry. Ich würde gerne eine Dive-Bomb versuchen, aber ich glaube, das bringt man mich um Zweifel. Ich glaube, wir können hier Bomben, oder? Oh, sorry.
Scheiße. Ich dachte, ich probier's mal. Wenn jemand schneller ist, hinter mir ruhig sagen, ja. Ne? Na, ich schütze rechts ab. Ja! Ich wollte zu gehen. Da war ich zu greedy, aber ich überlebe's immerhin. Komm von der anderen Seite. Blitzerzone. 2 Minuten noch. In der Blitzerzone drin. Höhe-Gefahrensprung. Gleich relativ mittig. Da passt. Ja, schade. Evo da vorne beim Festivalkreuzung, warte mal kurz auf mich. Wir kommen fahren parallel hoch. Überschlägt sich? Ja. Jetzt, ja. Ich weiß ja nicht wie, aber ja. Durch die Bodenwellen. Vielleicht ist die Blitzerzone raus. Komm, komm, komm. Wir fahren parallel. Dass er da nicht so ausweicht. Der fährt jetzt da ganz innen. Außen. Ja, einmal frontal leicht getroffen. Vorsicht, Vorsicht. Ich halt an. Von vorbei. Ich hab ihn auf jeden Fall frontal. Beim Festival kann man ihn rechts an diese feste Mauer drücken. Also da jetzt dann gleich einfach nach rechts rüber. Letzte Minute gleich. Sehr schön, sehr schön, sehr. Ich weich aus. Ich will nicht reinballern sonst. Ja, ist gut. Ist ein Hammer. Sehr schön. Oh, das war geiles Teamplay. Das war geiles Teamplay am Ende, ey. Haben wir noch den Superman? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Aber ich glaube, wir kriegen da jetzt auch nichts mehr hin. Wir wollen ja nicht zu greedy werden, ne? Das Mindset muss auch das Richtige sein. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist richtig. Also haben wir den Superman schon gehabt, jetzt gerade. Mindset muss stimmen. So, dann würde ich aber sagen, wir sind raus mit der ganzen Sache. Macht auf jeden Fall super viel Spaß, die ganze Offroad-Geschichte. Und ja, dann checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Lasst auf jeden Fall überall ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.